Die Semperoper Dresden gewährt spannende Einblicke in ihre umfangreichen Probearbeiten. Am 13. September bringt das Haus Hans-Werner Henzes wohl politischstes Werk auf die Bühne. Wir erreichen den Fluss, We Come to the River, ist ein Bekenntnis gegen Krieg, Gewalt und Unterdrückung. Das Stück bildet den Auftakt der Spielzeit 2012-2013. Eine Spielzeit, die dem wohl bekanntesten Komponisten der Gegenwart einen eigenen Programmschwerpunkt widmet, der Oper, Ballett und Konzerte umfasst. Wir erreichen den Fluss wurde nur wenige Male aufgeführt, zuletzt 2001 in Hamburg. Für die Dresdner Semperoper inszeniert Regisseurin Elisabeth Stöppler das komplexe und äußerst personenreich besetzte Stück. Geprobt wird auf einer Probebühne im ehemaligen Robotron-Domizil. Wir haben jetzt 3 Wochen geprobt. Das heißt, wir haben das ganze Stück bis auf die letzten 8 Minuten, das Finale Ultimo, angelegt. Das heißt, alle Sänger, alle etwa 70 Protagonisten in diesem Stück sind instruiert, wo sind die Wege, wo befinde ich mich, wie ist die Handlung. Die ganze Situation ist sozusagen einmal durchgespielt. Die Grundidee ist im Grunde, dass dieses Regime, um das es geht in Henzes Stück We Come to the River, ein Opernhaus besetzt hat. Also ein Ort der Kunst, ein Ort der Humanität, ein Ort der Schönheit, auch einen repräsentativen Raum. Und diese Militaristen haben diesen Raum eingenommen, schmücken sich mit diesem Raum, zelebrieren sich und ihre Macht, auch ihre Gewalt in diesem Raum und haben im Grunde genommen das Opernensemble, also die Sänger des Ensembles, als Geiseln genommen. Also diese Leute werden hier sozusagen gezwungen zu singen, sie werden gezwungen Kunst zu machen, sie werden gezwungen sich zu exponieren vor diesen Machthabern. Die Grundidee ist im Grunde genommen, dass man diese Atmosphäre von Gewalt, von Repressalien, von psychischer und physischer Unterdrückung von Menschen im Theater zum Thema macht. Und dass man zum Thema macht, wie reagiert Kunst auf zeitgenössisches Geschehen von Gewalt und Krieg? Wie kann Kunst reagieren? Denkst, ich lasse dich laufen, weil wir siegten? Es gibt keinen Sieg. Man gewinnt nur die Zeit zur Vorbereitung des nächsten Kriegs. Und der kommt, und die Soldaten, die wollen davon, wie immer schon. Ich muss das verhindern. Du wirst standrechtlich erschossen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
gegenüber steht eigentlich die Figur des Soldaten 2. Der Soldat 2 ist am Anfang ein aufrechter Soldat, der sozusagen mitmacht und der im Laufe der Zeit auch aus dem Bataillon ausschert. Der beginnt, sich für revolutionäre Ideen zu interessieren. Der beginnt, den General zu mobilisieren, wenn der schon längst apathisch und schuldüberhäuft sozusagen ausgestiegen ist. Und dieser Soldat 2 wird später den Gouverneur erschießen. Er wird den Tyrannen erschießen und wird selber dann aber auch wieder mit seiner gesamten Familie dann liquidiert. Wir erreichen den Fluss, hat Henze 1976 uraufgeführt. Das heißt, da war er etwa 50 Jahre alt. Das markiert im Grunde den Höhepunkt seines ja grundsätzlich sehr großen politischen Engagements. We Come to the River ist stark beeinflusst vom Vietnamkrieg, ist stark beeinflusst von Allende, Pinochet, dem Putsch in Chile, stark beeinflusst von allen im Grunde genommen Brandherden in den 60er, 70er Jahren. Und Henze hat damit eigentlich in seine Kunst die Realität integrieren wollen. Und die Konflikte haben sich ja im Laufe dieser letzten 50 Jahre, fast 50 Jahre auch verändert. Und trotzdem ist das Stück von unglaublicher Brisanz, weil es eben auch wieder ganz konkret auch darum geht, wie geht der Soldat, der mordet, aus dem Krieg heraus? Wie geht der General sozusagen, der diese ganzen Dinge zu entscheiden hat, aus dem Krieg heraus? Weil letztlich sind hier alle traumatisiert nach einer gewissen Zeit. Und letztlich wird jede Rolle im Grunde genommen aufgewertet, indem sie nämlich irgendwann wahnsinnig wird und sich aus dem realen Geschehen zurückzieht. Insofern ist es auch ein bisschen die Geschichte Henzes. Also Henze hat sich bei der Umsetzung seiner Komposition gewünscht, dass die Handlung so nah wie möglich an den Zuschauer herangetragen wird. Es muss den Zuschauer betreffen und letztlich geht es auch darum, den Zuschauer aufzufordern, sich zu Gewalt, zu Leid und Elend, wo auch immer in der Welt und zu welcher Zeit, zu verhalten. Und deshalb versuchen wir im Grunde in dieser 360-Grad-Inszenierung, Königsloge dort, Guckkasten hier, Aktion im Zuschauerraum, überbauter Orchestergraben, den Zuschauer weitmöglichst einzubeziehen, ohne ihn zu attackieren. Er soll wirklich die Möglichkeit haben, sich dazu zu verhalten. Aber Henze wollte vom ersten Satz der Partitur an, dass die Handlung uns berührt, also dass sie uns nahe kommt und dass sie direkt unter uns im Grunde genommen auch stattfindet. Dieser Wunsch Henzes verspricht in der Dresdner Produktion in Erfüllung zu gehen. Mit Wir erreichen den Fluss setzt die Sächsische Staatsoper ihre langjährige Tradition um Hans-Werner Henze fort. Seit den 60er Jahren ist der Komponist eng mit Dresden verbunden. Zahlreiche seiner Werke kamen hier zur Aufführung. Im Rahmen des Henze-Schwerpunktes ist auch die Oper Gisela oder die merk- und denkwürdigen Wege des Glücks zu erleben. Nach der Premiere am 13. September steht Wir erreichen den Fluss im September gleich viermal auf dem Spielplan der Semperoper.